Vielen Dank. Vielen Dank für diesen freundlichen, netten, frenetischen Applaus. Mein Name ist Vinz Ebert. Ich bin Physiker und mein Programm trägt den Titel Denken lohnt sich. Und das ist natürlich erstmal sehr, sehr gewagte These. Wer glaubt denn, dass sich Denken lohnt? Mal ganz kurz Handzeichen vielleicht. Ja, ich würde sagen, eher die Frauen. Ja? Gut, jetzt sagen einige, jetzt fängt ein bisschen Klischees, Männer und Frauen an. Aber es stimmt tatsächlich, Männer und Frauen denken definitiv anders. Großes Konfliktpotenzial. Gute Bekannte von mir hat sich neulich bei mir beschwert, dass ihr Mann so selten "Ich liebe dich" zu ihr sagt. Und als ich ihn darauf angesprochen habe, meinte er zu mir, du, ich habe es ja einmal bei unserer Hochzeit gesagt und wenn sich was ändert, erfährt es über meinen Anwalt. Der überhaupt nicht böse gemeint. Nein, das ist einfach mehr so ein sachlicher Typ. Aber das mögen Frauen nicht. Frauen finden zum Beispiel auch total doof, wenn der Mann nach dem Sex sofort einschläft. Verhaltensbiologisch hat das einen ganz tiefen Sinn. Wenn der Mann danach sofort wegratzt, dann signalisiert er unterschwellig dem Weibchen, schau her, ich hab's nicht eilig, ich bleibe auch noch bei dir, nachdem die Messe gelesen ist. Das ist keine Rücksichtslosigkeit, sondern ein Treuebeweis. Vorher allerdings sollte man sich als Mann dann doch ein bisschen mehr Mühe geben. Der Grund, weshalb 50% aller Frauen einen Orgasmus vortäuscht, liegt im Wesentlichen daran, weil 50% aller Männer ein Vorspiel vortäuscht. Und dieses Dilemma existiert seit Jahrmillionen, weil sich das männliche Gehirn ja nicht deswegen entwickelt hat, um besonders einfühlsam und sensibel über Beziehungsprobleme zu diskutieren, sondern damit wir bis zur Fortpflanzung einigermaßen über die Runden kommen. Denn die wichtigste Grundregel in der Evolutionsbiologie lautet nicht, wer doof ist, pflanzt sich nicht fort, sondern pflanze dich fort, egal wie doof du bist. Und das hat uns zwar an die Spitze der Nahrungskette gebracht, ist aber in modernen Industrienationen das vielleicht größte Problem. Denn je intelligenter und gebildeter die Menschen sind, umso weniger Kinder bekommen sie. Das heißt, im Endeffekt wäre die effektivste Methode, die Geburtenrate zu erhöhen, eine schlechte Bildung. Ja, und genau die Strategie verfolgt die Bundesregierung ja auch. In diesem Sinne, Dankeschön.